Ich muss erstmal einen Replikator finden. Also hier ist, ich bin auf jeden Fall schon mal irgendwie zu weit, finde ich. Ha! I have funding. So, jetzt müssen wir mal wieder zurück. Ist das jetzt der Lapskaus? Habe ich den jetzt eingepackt? Ne, ich glaube, den sehe ich im Inventar nicht. Das läuft ja in der Foundry nicht so, ne? Ist immer nur so irritierend, dass ich durch das Plasma rennen kann, ohne dass ich, Schaden nehme. Da, 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 da. So. Lieutenant Timera sprechen. Ich hab nochmal nachgesehen. Es ist, wonach sie suchen. Ja, da ist er und sogar noch warm. Episch, sie sind mein Held. Na dann gut, guten Hunger. Admiral, ich hätte da noch etwas für Sie. Lassen Sie mich raten. Selbstdichtende Schaftbolzen. Ach was, unter uns. Niemand hat jemals wirklich selbstdichtende Schaftbolzen gebraucht. Aber ich hätte eine Ladung Gummigorn-Kostüme in pinken Anzügen für Sie. Der letzte Schrei auf jeder Kostümparty. Würde Ihnen sicher ausgezeichnet stehen. Ach, seien Sie still. Ja. Da hier ist, ne, Lapskraus. Ihr wisst Bescheid. Ah, okay, das haben wir durch. Admiral, unsere Nachricht an die Sternflotte scheint nicht durchzukommen. Irgendetwas in dieser Region muss jegliche Kommunikation massiv beeinträchtigen. Sollen wir ein Shuttle rausschicken? Welches die Botschaft übermittelt. Nein, solange die Borg da draußen sind, schicken wir niemanden los. Aber bereiten Sie sich eine Kommunikationsboje vor, werden wir welche wir im Ernstfall starten werden. Admiral, da sich die Borg auf unsere Waffensignaturen einstellen können, empfehle ich, eine Frequenzmodulatoren zu replizieren, mit denen wir die Waffe ausrüsten können. Gute Idee. Das heißt, erstmal hier durchgehen, ne? Titten haben ja alles abgelaufen gehabt. Hey, wer ist das? Filmore. Dokt Draco. Lamut Fo. So, Konsole. Um Frequenzmodulation zu replizieren, öffne dein Inventar und drücke auf den Button Replik. Das ist geil. ja, stimmt eigentlich, ne? Ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendwas Interessantes. Also jetzt hier in Form von, ne? Und dann das. Ich heiße, ich brauche eins. Zwei. Ich brauche meine Leute, brauchen wir auch noch. Drei. Vier. Fünf. Gut. Dann starten wir uns mal aus. Dann haben wir noch den Androidenoffizier. Doktor. Ach, jetzt komm. So. Dann haben wir noch Seven of Seven of Seven. Da. Und ich habe, was denn jetzt? Tarsi war es noch. Tarsi. Auch noch eins. So. Trotzdem nochmal lesen hier. Wähle, den wir anschließen kannst du diese ausrüsten. Danke. Habe ich getut. Aber ist eigentlich auch cool gemacht, ne? Also, dass man das nochmal kurz erklärt kriegt. Xervo und Isanis. Ach ja. Auf Twitch ist mehr los als auf YouTube. Auf YouTube sind es gerade auch nur 6 Zuschauer. Hier sind gerade deutlich mehr. Und ja. Deswegen bin ich gerade auf beiden. Da kann man wechseln. So, was hier. Yari Fauti, Nightbot. Guck an. Und er schießt sogar. Adapted. Hab ich jetzt eigentlich meine Frequenz? Da unten habe ich den, oder? Da. Wo sind die Borg? Mal schon durch. Okay. Yari Fauti, Arti Ed, Yautku, Camero,
Und Nightbot ist vor allem geil, ne? Vor allem so ein bisschen auf roboterartig gemacht. Hat ein bisschen sowas Tron-like. Ist echt geil. Wen haben wir da noch? Amy. Hagen. Könnte das Hagen sein? Kirpal. Odo Ital. Latiodo. Ophium. Devensia Ophium. Sagt mir jetzt gerade nichts. Ich soll ja alles ablaufen, hieß es. Also hier ist nichts mehr. Schauen wir mal hier hinten noch. Da ist nichts mehr. Okay. Also ich sollte ja jede Ecke absuchen, deswegen laufe ich hier gerade echt ab. Nicht so aus, ob da was wäre. Eine kleine Schwarte. Da ist auch nichts mehr. Okay. Da war noch eine Konsole. Da ist nichts mehr. Okay. Ey, da war der Horta. Guck an, ein Horta auf dem Wagen. Horta! Und was? Ein Dribble? Was? Optionales Missionsziel. Den Dribble streichen. Gehen Sie zurück und was? Gehen Sie zurück und berichten Sie von Ihrem Fund. Ich muss jetzt, glaube ich, zum. Ja. Hat jetzt bitte schön die Horta und der Dribble ein Kind gekriegt? Ich sage jetzt mal nichts. Ich sag jetzt mal nichts, da muss ich lang. Lieutenant Agavan Kran, gute Nachricht. Findige Suche an. Ich habe da drüben ein Triple und eine Horta gefunden. Und es sieht so aus, als hätte einer von den beiden ein Ei gelegt. Oh toll, ein kleiner Trotter. Also wenn schon, dann schon ein kleiner Hibbel. Bitteschön. Auch gut, aber wenn, aber ich werde mich um das Kleine kümmern. Was? Ich könnte ihm was vorsingen. Oh, Latinom. Oh, Latinom. Bitte nicht. Ach ja. Das Schlimme ist ja, jemand, der uns ja gar nicht kennt, das ganze Redshirts-Zeug und alles. Was? Zwerg sprechen? Der versteht die Easter Eggs ja gar nicht, ne? Ich hätte auf der Wolfhagen bleiben sollen. Auf einem Schulungsschiff kann einem so etwas nicht passieren. Memnet rum? Also echt? Sonst müsste er da lang. So, aktivieren Sie die Frequenzmodulatoren. Wer weiß, was uns dort erwartet. Also nicht wundern, wenn ich Namen nicht gleich erkenne. Ich habe eh ein schlechtes Namensgedächtnis. Was echt, ne? Schon eineinhalb Stunden war. Leck mich fett. Ah. So rein prozentual, wie weit bin ich denn schon? Könnte mal in den Chat schreiben. 50%, 30%, 10%, 90%. Also es hieß ja, es wollte irgendwie was gemeint gewesen, dass der das ab einer Jeffreys-Röhre schneiden wollte in zwei Hälften. Das heißt, ich hätte noch nicht mal die Hälfte. Ach ja. Geschätzt 50% schon, okay. Doch soweit. Aber ist auf jeden Fall sehr geil besetzt. Sache, das ist nur ein bisschen schade, dass die Leute, die nicht die Redshirts kennen, hier kein Bezug irgendwie drauf. Also, dass sie das nicht verstehen, sag ich jetzt. Ist ein bisschen schade zwar in deren Sicht, aber. Ah, 6 of 10. Das ist auch Community-Mitglied. Die Borg scheinen inaktiv zu sein. Wir sollten dennoch vorsichtig sein. Schon gut, solange sie uns nicht als Bedrohung ansehen, greifen sie uns nicht an.
Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dieses Ambiente da hier mit den Borg in den Alkoven und parallel dazu in den umassimilierten Föderationsgängen ist besser als Cryptic umgesetzt hat. Gefällt mir. Es gefällt mir deutlich besser. No! Angriff! Oh, ich wollte Nomad aktivieren hier mal. Komm, Nomad! Ich bin Nomad! Ich kann noch eine aktivieren. Wo sind jetzt meine zweite? Ach, die sind beide da, okay. Die sind alle abgeschossen. Ich muss erstmal hier das Kraftfeld scannen, ne? Soviel zum Thema, sie ignorieren uns. Wer behauptet immer sowas? Ich habe keine Ahnung, gehen sie weiter. Lass mal Kraftfeld scannen. Kraftfeld scannen. Admiral, weitere Borg-Drohnen dort im Korridor, aus dem wir gekommen sind. Können wir nicht ein Kraftfeld errichten? Ich denke, wir müssen den das müsste funktionieren. Versuchen wir erst mit diesen Konsolen hier. Ach, da hinten die, ne? Das muss eine Assimilierungskammer sein. Sehen Sie das? Sehen Sie, das sind einige der Crewmitglieder. Sie scheinen noch unbewaffnet zu sein und ich denke nicht, dass die Borg sie einsetzen, solange sie nicht fertig sind. Gut, deaktivieren Sie das Kraftfeld. Ich musste hier irgendwie. Da. Kraftfeld aktivieren. Sehr schön. Wieso haben eigentlich die nicht angegriffen da hier? Also das Crewmitglied. Die haben keine Namen, ne? Doch. Falcona, Neil Falcona. Unser Doff. So, ich muss irgendwo mal hier gucken. Zovok! Commander Zovok! Der redet. Der Psycho. Crewmitglied. Das zeigt mir nichts an. Crewmitglied sprechen. Du hast schon ein Viertel geschafft. Na toll, zwischen 0 und 100%. Hallo? Können Sie mich verstehen? Ich denke nicht, dass Sie uns überhaupt wahrnehmen. Wir müssen diese Leute herausholen. Im vorderen Bereich ist eine Borg-Konsole. Wir können versuchen, mit unserem Rekorder darauf Zugriff zu erhalten. Gute Idee. Was haben wir denn hier? Den ist ja auch jemand drin. Das hat ja echt cool gemacht, ne? Das gefällt mir richtig. Wo bist du? Wo bist du denn? Konsole scannen? Untersuchen Sie einige aktive Alkoven. Interessant. Ist das so ein Ding? Ein Transmitterknoten? Nein, aber dennoch faszinierend. Freut mich, dass Sie Spaß haben. Wir finden jetzt diesen Knoten. Wir sollten einige der aktiven Alkoven untersuchen. Ich denke, wenn es uns gelingt, die Datenströme zu verfolgen, können wir so die ungefähre Position des Transmitterknoten zu lokalisieren. Dann los. Ich glaube, ich habe es lang durchgehalten, ohne zu gähnen. Scannen. Nummer 1. Muss ich draußen scannen? Na, hier draußen nicht scannen, ne? Ich glaube, ich renne ja schon so weit vor, ne? War da drinnen noch...